Hey Leute, Techniker hier. Schaut mal, wen ich dabei habe. Ein neues Gesicht hier im RGB-Setup-Universum-Rating von Techniker. Das ist so eine random Alte, die ich irgendwo auf der Straße aufgegabelt habe. Genau. Ich so, es gibt ganz strenge Richtlinien einfach, damit man bei Rate My Setup mitmachen kann. Ich gucke sie so an und denke mir so, sag die mal. Passt, die Alte passt. Sag mal RGB. Und sie so. RGB. Genau, RGB. Ein bisschen so einen russischen Akzent. Aber okay, lass mal durchgehen. Geht noch so. Kannst du twerken? Und sie so. Auf jeden! Und ich so. Perfekt, los, steig ein, wir gehen. Hey Leute, Techniker hier. Wir haben heute The Wonderful JJ dabei. Eine Miss, die ich schon eigentlich seit Folge 1 dabei haben wollte, richtig? Richtig. Aber ja. Du hattest immer keine Zeit für mich, ne? Ja, no time. Immer auf mich geschissen, immer so, talk to the hand, I'm not listening und so. So richtig wie so eine arme Bitch. Ich keine Zeit für dich, ich hab viel zu tun. Ja, und jetzt auf einmal dann noch, ich hätte doch Bock, ja, dieses Setup-Rating ist schon vielleicht geil. Wäre schon nice, ja. Hast schon Bock, ne? Hab ich schon Bock drauf, doch, ja. Lust. Und das Ganze machen wir jetzt heute ganz neu mit der JJ. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, So, dann legen wir los. Das erste Setup kommt von Steven M. Schauen wir mal, was er uns so geschickt hat. Die JJ übernimmt hier die Kontrolle über alles. Ich muss einfach nur sprechen. Mhm. Voice Control. Pink. Pinke Wand. Ja, pinke Wand. Ja, cooles Farbspiel auf jeden Fall. Also es ist nicht langweilig, auf jeden Fall nicht. Ja. Weißt du, was fancy aussieht? Das ist dir wahrscheinlich jetzt gleich nicht auf den ersten Blick aufgefallen. Da siehst du diese orangenen Zacken vorne auf dem Gehäuse. Ja, ja. Das sind Be Quiet, Pure Base 500DX. Und es hat so durchgehende Streifen, die du beleuchten kannst. Und anscheinend entweder das Foto gerade so geschossen hat, die Streifen so durchgelaufen sind, oder hat es so statisch eingestellt, was natürlich irgendwie auch geil ist. Das sieht cool aus auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich so durchläuft. Ich auch. Ja. Aber es wäre cool. Das sieht auf jeden Fall echt nice aus, ja. Doch. Das hier unten ist so eine Induktivladestation wahrscheinlich. Ja, genau, von einem Samsung-Ladehandy. Ja. Das Soundsystem ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Logitech, so ein mit Subwoofer und allem drum und dran und richtigen 5.1-Geballere, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Zwar ein älteres, aber echt ein gutes. Wie gefällt es dir im PC? Da ist auf jeden Fall sehr viel los. auch mit dem Hall of Fame vorne, finde ich echt cool. Das ist eine spezielle Grafikkarte. Ja, ja, sieht echt cool aus. Sehr hochwertig, ja. Ja, auch mit den, was ist das hier oben? Die Arbeitsspeicherregel, meinst ja. du, ne? Ja. Ja, genau. Sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Das hier hinten da beim Lüfter, das sieht man wahrscheinlich die Wand durch, ne? Das, ja, genau, ja. Das ist die Wand, die ihn durchleuchtet. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Bienen... Weißt du, was ich meine? So? Achso, es ist so wabennetzförmig gemacht. Ja. Ja, das wird immer gemacht, damit da größtmöglich viel Luftdurchsatz erzeugt werden kann. Und trotzdem es irgendwie verschlossen ist. Was mir nicht so ganz gefällt, ist das Kabelgewurschel halt irgendwie. Dass man das hier vorne so sieht. Ne? Ja, das finde ich voll schade. Die Grafikkarte ist voll geil und dann da irgendwie so ein bisschen Kabel das haut dann so ein bisschen zu schade dann, ne? Ja. Da definitiv würde ich diese Cable-Mods reintun, diese Kabelkämme, wie wir sie die auch haben, wenn du schon gesehen hast im PC. Ja. Und den hinteren Lüfter würde ich halt irgendwann mal tauschen. Also, ja. Das werden diese zwei Sachen nicht tauschen. Zeig mal das nächste Bild. Einfach hier da nach rechts klicken. Genau. Einfach da ins Weiße. Ja. Ach so. Ja, genau. Ja. Ja. Praktikantin kann auch nicht sein. Gerade so RGB sagen. RGB.
Ja, der hat den Radiator vorne platziert. Das ist ganz cool im Be Quiet Pure. Siehst du das dicke Ding da? Das ist der Radiator, wo da das Wasser durchläuft, was wieder zurückgeführt wird zur CPU und dadurch gekühlt wird. Und das ist krass. Das ist, glaube ich, ein 280 mm Radiator da vorne reingepflanzt. Also von der Größe vom Radiator ist es für Gehäuseverhältnisse wirklich sehr groß. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, ich meine, ich liebe diese Grafikkarte, aber wieso? Eigentlich alles so schwarz, dann die Grafikkarte weiß und dann die Lüfter da oben weiß. Also es wäre schade, wenn es so ein Versuch gewesen wäre, so ein Black-and-White-Bild zu machen. Also dann finde ich es, ich sag mal so, nicht ganz misslungen. Also wenn du die Cable Mods noch irgendwie anpasst, mit so schwarz-weiß, Ja. hinten weißen Lüfter, können schon eher in die richtige Besser Richtung gehen, wird ne? es wahrscheinlich besser ausschauen, ja. Ja. Die Ja. paar Modifikationen würde ich definitiv noch in dem System sehen und dann sieht es, glaube ich, echt ganz cool aus. Ich sehe oben noch was von Samsung. Ja, ist die Festplatte. Da kannst du bei dem Be Quiet Pure Base kannst du da die Festplatten positionieren, damit man die sieht auch. Okay. Das ist ganz cool. Zeigen wir nächstes Bild, schauen wir mal, was da noch so kommt. Oh, hier sehen wir mal das ganze Setup. Sieht schön aus. Aufgeräumt auf jeden Fall, ne? Aufgeräumt, ja. Also mir gefällt das Gehäuse. Siehst du, wie cool da die Lüfter so seitlich Ja, durchscheinen? Das aber sieht jetzt siehst du es, genauso hier sind die Zacken jetzt aus. anders, Ja, ne? Also ja. es, ja. Der hat so ein Ja. durchlaufendes Ding, Ja. definitiv. Sieht aber echt fett aus. Also so RGB-Lüfter in dem Be Quiet Pure Base habe ich jetzt selber noch nie gesehen in der Form. Sieht echt cool aus. Ja. Definitiv. Dieses Mauspad leuchtet unten drunter. Das finde ich richtig cool. Also es sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Den Monitor kennst du, Was oder? muss ich sagen? Den Kennst Monitor. du vielleicht? Das ist ein 4K-Monitor von Samsung. Ja. Das ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Er spielt auch World of Warcraft wahrscheinlich, so ein ja, Rollenspiel. Deswegen hat er diese Maus mit 12 Tasten auf der Seite. Habe ich auch mal gespielt. Das Zimmer ist fertig, Sie können dann einmal mitkommen. Ich kann nicht aufstehen, Komm, was das ist los, geht wenn gerade Sie wollen? nicht. Warum? Sind die Ich kann nicht Schmerzen aufstehen. schlimmer Nein, ich geworden, kann nicht oder? aufstehen. Es geht nicht. Das ist ja jetzt wohl nicht Es dein ist nicht so, wie es Ernst. Also aussieht. fragen Das Sie doch. kam auf einmal. Ich. Das wurde vorgegriffen. Und die verfletschen. Was geht denn jetzt ab? Sie überrascht mich. Okay. Ja. Was jetzt so nimmst, wie lange hast du WoW gespielt? Ja, das ist mal so eine Phase. Kräuter gesammelt oder was? Oder was mit Ja, Fischen? nein. Ja, das hat voll Spaß gemacht. Nee, das war Echt? echt cool, ja. Krass. Ja, auf jeden Fall, dann weißt du ja, es gibt übelst viele Fähigkeiten, die du in so einem Spiel brauchst. Und Ja. der hat die alle auf der Maus gelegt, auf die 12 Tasten. Das Das ist ist sehr geil. cool. Das ist Ich richtig habe cool. auch mal World of Warcraft gespielt und ich muss zugeben, ich werde nie wieder World of Warcraft spielen ohne diese Maus. Weil wenn du Ja. es einmal hattest, dass du einfach alles hier auf den Tasten hast, Kannst du brutal. nichts mehr wegdenken dann, Das ist ne? richtig geil. Ja. Ohne Ich Scheiß. sehe hier links jetzt noch ein Headset. Headset-Ständer, das ist einfach zu dunkel, ne, um irgendwas zu Ja, erkennen. Ne? Kann kennt man leider leider nichts erkennen. nichts. Ich frage mich, wieso er so krass die Zeit im Blick haben will. Guck mal, der hat da oben eine Uhr, da drüben eine Uhr. Nochmal für Blinde irgendwie. Ja, so bevor Mama an der Tür klopft, so Ja, zack, genau. zu Ende jetzt. Ende. Ja. Nee, verstehe ich Und nicht. hier oben auch nochmal. Das wäre mir zu analog, zu viel Uhr. Wenn du spielen willst, willst du doch die Zeit ausblenden. Darum geht's ja. Das wäre mir zu viel Zeit. Mal hast du ja auch am PC nochmal die Zeit unten stehen. Also Eben. Ja. vielleicht eine Uhr zu viel oder zwei. Das ist Razer Maus und Tastatur, ne? Ja, Siehst du? genau. Weil Ja. Razer kennst du, hast du auch mal mit Razer Sachen gespielt, ne? Ja. Glaube ich. Ja. Cool. Schau mal weiter, ob der noch uns irgendwas geschickt hat Also ganz kurz fotomäßiges. nochmal, das muss ich jetzt noch loswerden, zu dem Tisch. Ist nicht so deins. Nee. Nee. Ist nicht so meins, Sieht nee. irgendwie so aus Also wie ein so ein bisschen. Schultisch, oder? Ja, Mit genau. So diesen. diese Bänke. Jetzt Ja. fehlt unten nur noch so dieses Fach, wo du deine Ja, Bücher genau. drin hast, die du dann alle Ja, vergessen genau. hast. Wo das Brot gammelt und so. So nach den Richtig Ferien, geil. dann holst du es so raus und denkst so, Ja. irgendwas riecht komisch. Ja. Ja, Das stimmt also. halt echt. Ist mir gar nicht Ja, aufgefallen. ist Ja. jetzt nicht so. Finde ich jetzt auch nicht so. Ja, Ja. aber gut, Ein wir bisschen schauen mal doof. weiter. Hat er noch was geschickt? Ja. Oh, hier nochmal. Mit Fernseher dann? Finde ich aber nicht schlecht so, also als allgemein Gesamtbild. Ich finde Ja. es immer ganz cool, wahrscheinlich ist er, zieht er mit seiner Frau, Freundin, wie auch immer zusammen. Und meistens ist es so, dass man Alles trotzdem so Zeit zusammen zusammen verbringen will, aber ja. trotzdem Scheiß auf dich guckt, dann Ja. Scheiß ich zocke. Ja. Immer so, Frau guckt hier so RTL2-Zeugs irgendwie, Harz aber herzlich oder so eine Ficke. Guckst du auch immer? Vier Traumhochzeiten. Kenn ich nicht. Was machen Hast die du was da? verpasst?
Was machen die da? Naja, die geben so Zahlen ab, die bewerten diese Hochzeiten. Die sind jeder ist bei jedem so auf der Hochzeit. Das ist ja noch schlimmer, das ist ja hart, aber herzlich cooler. Das gucken alle Frauen, das kannst du mir nicht erzählen. Naja, und die Männer spielen nebendran am PC, so, genau, World of Warcraft. Dann wundern sich die Frauen, wieso die Männer nichts mehr mit denen unternehmen, Alter. Oh Mann. Was ich jetzt noch sehe beim Fernseher, ist hinten dran das Ambilight. Also ich weiß nicht, ob das ein Philips-Fernseher ist, aber das finde ich immer ganz cool, ne? Das Ambilight am Fernseher. Cool. Das macht echt voll was aus. Ja. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es ein Ambilight ist. Das hat er irgendwie selber hingebastelt. Glaubst du, sind diese Stripes so? Hm. Ja. Weil es, also weiß ich nicht, vielleicht täusche ich mich. Das ist schwer zu sagen, weil in der Regel siehst du es an der Wandprojektion, ob es das Philips ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich erkenne den Fernseher auch leider nicht. Das ist so weit weg. Ja. Das war's, oder? Fotosmäßig. Mhm. Was hat er uns geschrieben? Vielleicht erklärt er uns, was er vorhatte, mit dem Ball schwarz oder weiß genau zu machen. Und die Datei bitte aufmachen. Ja. Zu verlesen, oder sich? Servus Techniker und Vanessa. Sorry, dass ich beim letzten Mal so ein tolles Deutsch hatte. Das ist, wenn man zu schnell in die Tastatur haut. Ich hoffe, mein neues Bild gefällt euch besser als mein erstes. Achso, du warst schon mal mit dabei. Bruce Steven. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das genau war. Aber gut, hier die Hardware. Ich habe bei Vanessa abgeschalten. Hier die Hardware. Razer Black Widow Ultimate 2016 mechanische Gaming-Tastatur. Ja doch, die hatte irgendjemand meinem Setup und die Razer Naga, glaube ich, auch. Kannst du das alles merken? Ja, grob, aber ich kann mich leider nicht mehr komplett an ihn erinnern. Das ist voll schade eigentlich. Be Quiet Pure Base 500X, aber gut, wenn sich vieles getan hat, ist dennoch interessant. Corsair Vengeance RGB Pro Arbeitsspeicher, sind die zwei Arbeitsspeicherregel, die du vorhin gesehen hast. Eine Corsair H110i GTX 280mm Radiatorkühllösung, eine sehr alte, also eine relativ alte von Corsair, aber trotzdem immer noch eine sehr gute und vor allem 280mm an der Front in dem Case, finde ich geil. Und mit dem RGB, wie wir es gesehen haben vorhin, scheint es echt cool durch, finde ich. Definitiv. Es ist ein Asus ROG Strix B450F Gaming, 2 Mainboard, AMD Ryzen 5 3600 und hat ein cooler Master Watt mit 500 Watt und eine GTX 1070 Ti Hall of Fame. Relativ alte Hardware, aber dennoch wirklich ein schönes, tolles System. Das Logitech Z5500 ist 505 Watt RMS, das ballert dir schon ordentlich die Ohren weg. Cooles Setup, Steven. Danke dir fürs Einschicken. Wir schauen zum nächsten. So, wir schauen uns das nächste Setup an. Das ist von Steven S. Noch so ein Steven. Heißen alle Steven. Das ist die Steven-Folge. Sonst war es immer Kevin, ne? Kevin. Aber jetzt ist es der Steven. Ist voller Kevin, ein voller Steven. Nein, schon. Zwei Stevens in einer Folge. Bin ich gespannt, wer zum meisten zu bieten hat. Wow. Das ist geil. Also, wow. Dieses lila-rosa ist halt schon, ne, so girly ein bisschen, ja, ne, schon cool. Aber nicht, also so sogar mich bringt zum... Okay. Wir müssen es nicht vertiefen. Nee, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Also wie das alles beleuchtet ist, auch mit dem Hintergrund noch vom PC, das harmoniert alles wirklich perfekt, ne. Was das hier oben sind nochmal so, die kann man einzeln kleben, glaube ich auch, ne? Ja, genau, sind diese, die heißen nochmal Nano Leafs. Ja. Aber das ist eine günstigere Abklatsch, glaube ich, jetzt davon. Sieht aber trotzdem sau cool aus in der Konstellation. Ja. Der PC gefällt mir am meisten. Da ist so viel weißes Zeug drin. Nicht mal gespannt. Razer Maus Tastatur. Sieht auch nice aus. Wie gesagt, alles farblich angepasst. Das ist, glaube ich, auch ein Razer Headset. Man sieht es nicht genau, aber ich glaube auch. Also, das sind so Razer Fanboy. Richtig gut, ja. Mir auch, definitiv. Warum willst du wissen, dass es ein Boy ist? Ach so, Steven. Steven, die olle Muschi. Okay. Das ist dein erstes Mal hier. Du kannst doch nicht die Leute gleich so beleidigen, Alter. Haut gleich raus, Alter. Schick mal nächstes Foto. Ja, warte kurz. Ich wollte noch was zu dem Mauspad sagen. Das ist auch beleuchtet, oder? Also es ist nicht, dass es irgendwie spiegelt oder so? Von Nee, das ist wirklich ein Razer-Mauspad, das unten beleuchtet ist. Sieht echt cool aus. Also hier siehst du die Spiegelung zwar, aber das ist was anderes. Das ist wirklich von der Taste von oben, weil es so unterscheidet. Ja. Aber vorne ist tatsächlich ein beleuchtetes Mauspad. Kann man die Taste darauf einstellen, dass sie komplett farblich leuchtet? Oder nur Du kannst jede einzelne Taste, siehst du, dass sogar das WASD einzeln eingestellt ist? Ne? Genau, Spieltasten in einer anderen Farbe, finde ich schon nice. Ja. Echt cool. Also kannst du definitiv machen bei der Tastatur. Ja. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Siehst du, das Mauspad leuchtet. Ja. Definitiv. Richtig cool. Das mit den zwei unterschiedlich farbigen Monitoren ist so leicht. Nicht so meins, sagen wir es mal so. Ja. Ich habe mich für weiß entschieden, den anderen noch.
hätte auch gerne weiß genommen, definitiv. Ja. Und der eine Monitor hat so einen Streifen unten drunter, oder? So ich glaube, das ist ein Monitor. Müssen wir dann gleich mal gucken, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Monitor leuchtet hier einfach blau und das spiegelt nämlich hier hin, ne? Ja, aber das glaube ich nämlich auch. Ja. Mir gefällt das Gehäuse ganz gut. Das ist dasselbe Gehäuse, was wir vorhin hatten, was der andere Steven hatte. Mhm. Nicht als Mesh-Version. Das heißt, es hat vorne keine großzügigen Lufteinlässe und kein RGB. Aber es ist ein sehr cleanes, sehr sauberes Gehäuse von Be Quiet. Sind das hier unten so Lichtstripes? Ja, da hat er so Lichtstripes nice eingebaut, ja. Das sieht echt cool aus. Schauen, ob der nochmal ein Foto hat im PC, weil es sieht ziemlich, sieht ziemlich interessant aus. Techniker schön. Auch. Aber Techniker macht er, weil er gerade sieht, dass da ein Hero-Board drin ist. Und sie so, es ist weiß. Ja, nein, so es ist schon optisch geil. Das ist halt einfach schon echt ein Hingucker, muss man sagen. Das ist echt schön. Also so macht man Black and White, sage ich mal ein bisschen. Also das ist echt wirklich ein cooler Trick, wenn das Mainboard hinten schwarz ist meistens. Ja. Und eigentlich alles, was vorne dran ist, komplett weiß, kann man echt vieles mitmachen. Es gibt so einen Effekt, ne? Das ist schon echt cool. Wie gefällt denn dir die Wasserkühlung? Also dieser Ring mit den Schläuchen hier. Das da. Ja. Du hast pink, ne? Ja, wegen der Farbeinstellung, aber so vom Gesamtbild her, also ich liebe die über alles. Das ist eine Deep Cool Castle. Wasserkühlung und ja, ist wirklich echt sehr schön. Vor allem mit den Lüftern. Das sind, glaube ich, Alpenföhnlüfter, oder? Ja, das sind weiße Alpenföhnlüfter, ja. Lüfter sind sehr, sehr, sehr hochwertige, sehr gute Lüfter und haben auch eine schöne RGB-Signatur, wie du siehst. Die Grafikkarte scheint ein ziemliches Brett zu sein. Die Gigabyte. Schön, oder? Gesamtbild. Auf jeden Fall. Gefällt mir. Sieht echt gut aus. Schauen wir mal, ob er noch uns was geschickt hat. Ja. Ah, der hat vorne die Front kurz abgebaut, um uns zu zeigen, was da innen herrscht, sozusagen. Okay. Der hat Push-Pull gemacht. Das bedeutet, er hat drei Lüfter in der Front vorm Radiator und drei Lüfter hinten dran. Das ist effektiver beim Kühlen von dem Radiator gemacht. Okay. Also sagt dir jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Allerdings hier an dieser Stelle einen ganz kleinen Tipp. Es sind zwei unterschiedliche Lüfter. Vorsicht, weil du hast vorne jetzt Deep Cool TF 120S, wenn ich mich nicht täusche. Und hinten dran hast du die Alpenföhn. Muss man schauen, dass die nicht unterschiedlich drehen, weil eigentlich sollten Push-Pull-Lüfter in dem gleichen Verhältnis drehen, damit die Luft, die reingeschoben wird, auch hinten wieder rausgetragen wird. Nicht, dass es dazu Staus von Hitze oder Verwirbelungen oder so kommt, nur so am Rande. Aber wir gucken mal weiter. Weißt du, was mich übelst triggert? Was ist denn hier? Ja. Okay, kennst du diese beschissene Windows, was waren das, 7 oder so, wo man diese Sidebar machen konnte mit dieser Uhr und so? Genau so sieht's aus. Aber so macht meinst du, das ist so gedacht? So? Ich glaube ja. Also das eine, der lässt sich da Informationen anzeigen, welches Programm gerade wie viel Arbeitsspeicher und so frisst. Also diese Zettelchen oben drüber. Mhm. Aber unten drunter dann noch diese Oldschool Windows 7 Uhr. Okay. Finde ich jetzt ultra ungeil, möchte ich sagen. Ja. Nicht so meins. Vor allem mit diesen Blümchen hinten dran. Ich dachte, es wären wie so Zahnräder. Das Wallpaper ist voll stylisch und dann hat er irgendwie... Ich dachte, es sind so Zahnräder, aber es sind Blümchen, ja. Sind Zahnräder oder Blümchen? Steven, was ist denn los? Steven, was ist los mit dir? Okay. Sieht so aus wie so eine Tapete irgendwie von 1900. Das fängt so braun mit so gelben Blumen. Wahrscheinlich fühlt er sich heimisch, so wie bei Oma, wenn er das offen hat. Ja. Nee, das gefällt mir nicht. Also das Wallpaper super geil, PC super geil, Setup super geil und dann kommt irgendwie die dieser Kackstreifen. Ja, dieser Kackstreifen. Nee, also das würde ich wegmachen, aber gut. Hat Geschmackssache auch, ja. Ja, das war's an Bildern. Ja. Dann liest du uns jetzt mal vor, was uns der liebe Steven geschrieben hat. Ich habe vorhin schon vorgelesen. Da muss ich jetzt schon wieder. Das. Liebe Vanessa, lieber Techniker, danke für das schöne Format. Durch die vielen Raids von euch konnte ich mich ein gutes Stück inspirieren lassen, wie ich mein Setup gestalten möchte. Man sieht ja ziemlich viel daraus gelernt. Sieht ziemlich nice aus. Entschieden habe ich mich für ein White-Bild mit lila, pink, blauen Akzenten. Sehr cool gemacht. Gesagt, getan, folgende Stats haben wir. Beziehungsweise Specs. Be Quiet Pure Base 500 in White. Wir haben die Corsair RMX Series 2018 RM750X Netzteil in Weiß. Wir haben ein Intel i9 10900K, so eine echt ordentliche CPU, die sich sehen lassen kann. G-Skill Trident Z Neo 4x16 GB. Alter Verwalter, wie viel RAM hat denn der? Ja. Ah, gut, das erklärt auch hier Asus ROG Maximus. Hero Wi-Fi Board 7er, eine RTX 3080 Vision OC, also das hat einiges an Geld gekostet, definitiv. Samsung SSD, ein 500 GB Samsung SSD, 2 TB, Kingston 2 TB, die Wasserkühlung Deep Cool Castle 360X White. Und hier stehen auch nochmal die Lüfter, wie ich vorhin gesagt habe. Alpenföhn, ne? Ja. Die sehen auch super cool aus, die Alpenföhn, die sind auch super performant. Wie gesagt, allerdings
Push-Pull. Wäre schon cool, wenn das alles Alpenföhn wären oder alle Deep Cool. Ich würde zu allen Alpenföhn tendieren, muss ich dir gleich sagen. Die Monitore sind AOC Argon AG 32, sind 32 Zoll und dann noch ein Samsung 32 Zoll. Tastatur Razer Black Widow X Chroma, Maus Razer Mamba, Hyperflux, induktives Mauspad, ist saugeil, der hat so eine Maus, die lädt sich induktiv selber auf dem eigenen Mauspad. Habe ich schon mal gehört, ja, ich finde es mega. Das Ding über 200 cool. Tacken, das Zeug. Und kann man sich mal gönnen, ne? Ja, dafür, ne? Dass die Maus dann immer so. Na gut, wenn du wüsstest, dass die Grafikkarte bis vor kurzem ungefähr für 2500 Euro gehandelt worden ist, nur die Grafikkarte. Dann ist es Hyperflux auch scheißegal. Kann man sich dann mal gönnen. Ne? Ja, ne? Dann so, ja. Razer Nadi Ultimate ist ein cooles Headset, das sonst was so Vibrationen macht am Kopf. Kennst du vielleicht, dass du schon mal so eins drauf gehabt? Mit Massagefunktion oder was? Ja, mit Massagefunktion. Mhm. Nee, ja. Bei so Baschlägen und so vibriert das mit, das ist ganz okay. Cool. Eine Logitech-Kamera, ich glaube, jetzt habe ich alles. Vielleicht schafft es es vielleicht schafft es mein Setup ist ja in eurer Sendung. Jupp, hier bist du. Unabhängig davon wünsche ich euch noch viel Erfolg mit eurem Kanal und macht weiter so. Vielen, vielen, vielen Dank und auch für die 16,7 Millionen RGB-Grüße aus Berlin. 16,7 Millionen RGB Grüße aus der Technikerzentrale an dich. Schauen wir mal zum nächsten. Ja, dann schauen wir mal zum nächsten Setup. Es kommt von Tobias T. Der hat uns was eingeschickt. Zwei schöne Bilder mit ganz viel RGB sehe ich schon. Sehr kunderbunt, ne? Ja. 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 Hä? Was mich triggert es gerade, dass der obere Lüfter nicht leuchtet. Oh, und der hintere ein ganz anderer ist wie der vordere. Aber das gesamte System ist cool. Ist also, mir jetzt gerade im ersten Moment vielleicht ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, ja, als du es gesagt hast. Aber mir fällt halt gleich nur so bunt, Regenbogenfarben. Cool. Aber das Gehäuse ist cool, dasselbe Gehäuse an dem PC, wo du vorhin gespielt hast. Genau das hier hinter uns. Gespielt. Gezockt. Die Grafikkarte ist auf jeden Fall definitiv cool, die mag ich, da wo Radeon steht. Ne? Mhm. Das finde ich echt sehr schön gemacht. Mit den Kabeln auch sehr ordentlich gearbeitet. Ich bin mal gespannt, was es mit den Lüftern auf sich hat. Ich bin echt gespannt. Weil alles andere ist super ordentlich, ne? Ja. Und dann hat er irgendwie so einen 5 Euro Billo Shakun RGB-Lüfter da hinten drin. Also nur so zur Erklärung, ein Lüfter von den, die da vorne drin sind, kosten irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Euro. Und die hier so? Die vorderen, die guten, die kosten so. LL, genau. Mhm. Und da hinten ist so, irgendwie so ein super Billo-Lüfter von Shakun, glaube ich, ein Shakun Blade oder so. Vielleicht hat es da nichts mehr ganz gereicht. Weiß ich nicht, ja. Geldende. Vielleicht hat es einen Grund, so, ja. Schauen wir mal. Hättest du, und dann sich drei Monitore geben. Dann auch noch alle klar. So, weißt du, was ich voll cool finde? Ich habe gleich. Ich muss jetzt dazu, das muss ich einfach loswerden. Ich würde es so cool finden, wenn man hier schon drei Monitore stehen hat, so ein Bild zu machen, was über diese drei Monitore geht. Weißt du, wie ich meine? Wo wie so ein Bild ist. Du meinst so ein Techniker nackt so auf dem Tisch. So. Ja, genau. Einmal in der Pose. Genau. Einmal quer über den Schreibtisch. Ich find's geil. Nein, tatsächlich habe ich das nicht gemeint. Also, ne? Da war ja auch gleich Kündigung. Ich meine. Aha. Das habe ich. Nee, stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Also durchgehendes Wallpaper vor allem. Ja, genau. Ja. Das würde ich richtig cool finden. Finde ich auch cooler, muss ich zugeben. Ja. Ja, hier liegt noch so ein PlayStation-Controller. Das glaube ich. Ist PlayStation oder Xbox? Ja, ist PlayStation. Ja. Ich würde sagen, es ist Xbox gesehen, aber ich glaube, du hast recht. PlayStation-Controller. Was ist denn das hier, was hier unten noch so? Ich glaube, das ist so eine Steuerung von seinem Boxensystem. Siehst du den dicken Subwoofer da unten und die Boxen da oben? Mhm. Ich glaube, das ist von Logitech oder so. Aber wir gucken gleich mal. Der von Teufel kann auch sein. Ist halt ein bisschen zu dunkel geknipst. Aber PC sieht ganz fresh aus in der Farbe. Auch wieder, die haben jetzt alle, das ist anscheinend voll in so ein Pad. Aber warte mal ganz kurz, was. Der eine PC hat nichts mit dem PC zu tun, ne? Komisch ist es irgendwie, das ist nicht sein PC. Also, es ist nicht der PC von vorhin. Das ist ein ganz anderer PC. Ja. Das sieht vollkommen anders aus. Das sieht pink aus, der andere war so regenbogenbunt. Ja, nicht nur das kannst du ja einstellen, aber da ist so ein Lüftkühler drin. Also es ist definitiv nicht dasselbe. Schau mal bitte, was der geschrieben hat, weil irgendwas stimmt da nicht. Oder hat die Praktikantin wieder die E-Mails vertauscht, so wie immer. So, RGB? RGB. Und dann hat sie das Foto zu RGB getan. Das Pink, das sortiere ich bei Pink ein. Nach Farben sortiert. Ja, genau. Okay. Nee. Hi, lieber Techniker. Ich habe mein Gaming-Setup nochmal etwas aufgefrischt. Achso, das ist ein Update. Jetzt verstehen wir es. Mit dem neuen Gehäuse und ein paar Corsair LL-Lüfter. Ja, also der ist von dem, also das Bild, was wir danach gesehen haben, das Pinke. Mhm. Pink. 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 Pinke. Pinke PC.
Regenbogen, du weißt. Hat gewechselt zu Regenbogen. Ah, okay, jetzt. Ja, und LL-Lüfter gekauft. Okay. LL-Lüfter, Regenbogen-Lüfter, ja, du weißt. Ja. Nein, spannend. Aber ich finde das Pink besser. Bilder. Das Pink, echt, das Pink hat dir besser gefallen? Das ja. andere Gehäuse ist fetter. Das kannst du auch auf Pink stellen, nur so zur Info. Ja, dann das andere. Das ist auch fresh. Okay. Hauptsache Pink nicht. Corsair Crystal 680. Nee, das Gehäuse ist halt einfach geil. Und das Mainboard ist ein MSI MPG X 570 Gaming Edge Wi-Fi, Ryzen 7 5800X, ein ordentliches Upgrade, eine Sapphire Radeon 6900 XT, also eine sehr, sehr, sehr krasse Grafikkarte. 2x16 GB Corsair Arbeitsspeicher, 750 Watt, Be Quiet, wird wohl noch aufgerüstet, würde ich dir auch raten. Also es ist schon ein bisschen, sage ich mal, Grenz. Ja gut, da doch, das geht. Ryzen 7, 6900 XT, aber mir wäre auch ein besseres Netzteil definitiv lieber. Die Wasserkühlung ist die Corsair H115i Platinum. Schönes Setup, was er uns eingeschickt hat, finde ich. Leicht verwirrend für uns jetzt mit den zwei Fotos. Ein bisschen komisch kurz gewesen, ja, aber wir haben den Fall gelöst. Wir haben den Fall gelöst. Ja, kleinen Agenten. Das war's für heute. Dann machen wir noch ein Setup. War's für heute, ne? Ja, nee, ich glaube, es war's, ja. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir beim nächsten Mal weitermachen mit euren Setups. War super toll, hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, auch. Mir ja. auch, ja. DJ, war schön. Ja. Sie hat die Prüfung bestanden, würde ich sagen. Wir lassen sie noch einmal rankommen das nächste Mal. Vielleicht kann ich aber beim nächsten Mal mehr sagen, außer RGB. RGB? Und kannst RGB. Ein bisschen mehr sagen, kriegst du bestimmt hin. Ich gebe dir dann so ein Vokabelheft auf und kannst ja. ein bisschen Computersprache lernen. Ja, nur für dich. Und dann zeigst du uns das nächste Mal, was du alles so drauf hast. Auf jeden Fall. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Geht's los? Wir stellen die Kamera nicht dahin, damit man nicht dein Doppelkinn sieht. Oder willst du so ein Selfie wie aus dem Bett so? Stehst du drauf, machst du immer solche Selfies? Ja. Ja. Ich sehe richtig behindert aus, wenn ich so mache. Nee, jetzt im Ernst, wie nennen wir dich? Dann bin ich halt die JJ. Aber bin ich die Janine. Janine, JJ. JJ. Was willst du? JJ. Okay, dann bin ich JJ. JJ hört sich so. Ah. Okay. Ich glaube, ich muss erst meine Brille so machen. Nimmst du nie Sachen in den Mund? Sieht man eigentlich meinen Schweißfleck nicht so gut? Nein, kennst du das nicht? Das ist kein Schweiß, das ist... Kennst du das nicht, wenn deine Haut noch transpiriert nach dem Duschen? Wenn du so richtig heiß gebadet hast? Nein. Deine Haut noch so... Nein. Doch. Nein. Das kennst du bestimmt. Wenn du ganz, 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 ganz heiß duscht, dann transpiriert deine Haut noch so. Gibt so noch ein Warmduscher. Warmduscher. Genau, so nennt man das in meiner Gegend. Und dann... Myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lives and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize, you know what I mean.